Fabi, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke vielmals. Haben der Gegner aggressiv erwartet aufgrund des Einspruchs? Nein, ich glaube, sie sind wirklich so aggressiv gestartet, wie wir es uns vorgestellt haben. Man hat es auch gesehen, die ersten zwei, drei Zweikämpfe waren recht hart gewesen, auch recht am Limit gewesen. Und ich bin froh, dass sie in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so zu diesen Zweikämpfen gekommen ist, weil die Verletzungsgefahr war da gewesen. Hast du nicht auch den Eindruck gehabt, sie hätten eigentlich schon resigniert gehabt, schon von Anfang zum Spiel? Ja, es ist, sie Spiel war ja schon so gewesen. Sie sind gefährlich mit weiten Ballen. Solche Bälle, die man eigentlich gar nicht erwartet. Wir haben gewusst, auch heute kann es wieder so sein. Und darum sind wir eigentlich defensiv so gut gestanden, dass es gar nicht möglich war, für sie so einen Ball zu spielen. Und offensiv haben wir es probiert, wir haben die Chance gehabt. Ist erst in der zweiten Halbzeit geglückt mit den Goals. Und ja. Wir haben 2-0 gewonnen, aber es wäre durchaus mehr drin gelegen. Woran ist es gelegen, dass nicht mehr rausgekommen ist? Ja, ich glaube, im Moment ist es auch so, dass wir ein junges Team sind. Es hat Spielerinnen, die es heute das erste Mal war, ein Spiel im Letzi, die Nervosität, die vielen Leute, die extra für uns kommen. Wir wollten es super gut machen, wir wollten ihnen das zurück, also Danke sagen und das zurückgeben, dass sie hierher gekommen sind. Und darum war es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig. Und wir haben gemerkt, wenn wir einfach spielen, dann kommen wir durch. Und so haben wir in der zweiten Halbzeit dann die Goal geschossen. Und klar, es wären mehr Goal drin gewesen, aber wir nehmen auch das 2-0 und haben uns die Goal aufgespart für die nächste Runde. Die nächste Runde, du sprichst es an, wird wahrscheinlich in Polen sein. Wissen Sie schon etwas über den potenziellen Gegner? Ich habe das Spiel jetzt gesehen, wo es kam. Das Hinspiel auf YouTube hat ein Video gehabt. Ja, also ich habe, als ich es gesehen habe, ich erwartet, dass es Glasgow wird sein. Aber sie spielen, glaube ich, erst um 8:30 Uhr. Und von dem her, ja, wir nehmen Polen oder wir nehmen Glasgow, spielt das keine Rolle. Unser Ziel ist, eine Runde weiterzukommen. Das wäre das erste Mal im Viertelfinale. Ja. Wenn ihr weitergehen würdet, ihr würdet einmal mehr Geschichte schreiben. Ich denke, ihr glaubt das auch. Ja, sicher. Es ist unser Ziel, dass wir die Runde weiterkommen. Wir haben unser Ziel gesetzt und das wollen wir erreichen. Und für das schaffen wir jetzt nur. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns gut erholen, weil die Spiele sind schon gleich. Danke vielmals. Bitte.